Auch das können wir essen, Leute. Die Krabbe können wir kochen. Klein, aber fein geht's in den Magen rein. So, der absolute Graus. Jetzt hacken wir uns hier wieder die Taste kaputt. Das kann nicht sein, Leute. Bitte, bitte, bitte. Macht was anderes, um Feuer anzumachen. Das kann echt nicht sein. Ich mag das nicht. Und da ist wieder der Baran. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir kämpfen. Mann, lass uns Freunde sein. Oh, Baran. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist das Gift wieder am Start. Alter, lass mich in Ruhe. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Project Castaway, angezockt mit dem Game Roll, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben in der letzten Folge hier so ein bisschen die ersten Schritte gewagt auf dieser wirklich gar nicht so unschönen Insel, muss ich sagen, Leute. Gerade das Wasser, das sieht so unglaublich schön aus. Hier kommt so richtiges Karibik-Flair auf, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Das Spiel hat noch so seine kleinen Macken, definitiv, keine Frage. Vor allen Dingen, was die Performance angeht, da könnten die Entwickler ordentlich noch nachliefern. Aber an sich finde ich die ganze Geschichte hier schon äußerst spannend. Wir haben uns einen kleinen Shelter gebaut, wir haben eine Schlafgelegenheit, wir haben auch ja eine Feuerstelle, wir können hier was zu essen craften und so weiter. Ich habe die Nacht verbracht, wir haben geschlafen. Wir sind allerdings jetzt sehr, sehr hungrig, bedeutet, wir gehen nochmal los. Pass auf, wir haben eine kleine... Hatten wir noch eine Axt? Oder habe ich die auch wieder weggeschmissen? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Leider passiert mir das in dem Spiel immer noch zu häufig, dass ich meine Werkzeuge wegschmeiße. So, wir bräuchten nochmal einen Stein, dann bauen wir uns nochmal eine Axt und dann fällen wir uns auf jeden Fall nochmal eine Palme, damit wir an etwas zu essen kommen. Vielleicht haben wir auch noch was Essbares im Gepäck, ich weiß das gar nicht mehr. Wir haben irgendein Tierkot gesammelt, das auch Coco Dark Green Stimulating Leaf. Dunkelgrün und stimulierend, ich weiß nicht, vielleicht essen wir mal eins, mal gucken, was passiert. Es gibt ein bisschen Nahrung. Okay, Leute, das füllt den Magen. Sollten wir machen. Wir haben hier auch noch eine Hornisse. Die könnten wir auch essen. Ich vermute nur, das wird uns nicht gut bekommen. Von daher lasse ich das erstmal. Ich denke, unsere Aufgabe sollte zuerst mal sein. Alter, hör auf. Hol den Stein ran. Irgendwo wird hier doch noch ein Steinchen liegen. Hallo, Steinchen, Steinchen. Irgendwo, Steinchen. Wir müssen auf jeden Fall auch mal losziehen und ein bisschen mehr... Small Stick. Ja, Sticks kannst du auch mitnehmen. Aber ich brauche einen Stein. Komm, halt doch mal die Augen auf. Irgendwo wird doch wohl einer sein. Large Stick. Auch in Ordnung. Kannst du mitschleppen? Können wir zu Hause hinpacken. Schmeißen wir gleich mal raus. Wir brauchen aber dringend was zu futtern, Leute. Wir haben, glaube ich, einen Wassersammler schon gebaut, wenn ich mich nicht irre. Da es jetzt gerade regnet. Wir gucken gerade mal nach. Ich schmeiß das mal hier hin. So. Habe ich jetzt mein Messer weggeschmissen wieder? Guck mal nach, hast du es noch? Ich habe aus Versehen das Messer weggeschmissen und jetzt sehe ich es nicht mehr. Also das ist eine Katastrophe in dem Spiel. Sorry, also das... keine Ahnung, wahrscheinlich passiert das nur mir. Nein, das Messer habe ich noch. Tatsächlich, okay. Den Wassersammler hatten wir noch nicht fertig. Da fehlt uns noch jede Menge Material. So, lasst uns doch einmal rumgehen. Können wir nichts mehr anfangen. Und schauen, ob wir hier irgendwo einen Stein finden. Da oben ist wieder der Varan, Leute, mit dem lege ich mich noch nicht an. Eine Krabbe könnten wir uns aber schnitzen, weil... Mal ran hier. Auch das können wir essen, Leute. Die Krabbe können wir kochen. Jawohl, eine hervorragende Mahlzeit. Klein, aber fein geht's in den Magen rein. So. Leute, es ist nicht... Da hinten schwimmt, glaube ich, ein Hai. Wenn wir den erlegen könnten, dann hätten wir, glaube ich, nahrungsmittelmäßig ausgesorgt. Da ist es wieder passiert. Und wieder schmeiße ich meine Werkzeuge weg. Die Taste fürs Wegwerfen kann ich leider nicht anders belegen. Ich gehe mal einmal kurz mit euch rein. Pass mal auf, hier Kontrollen. Wir schauen mal. Open Backpack, Reload, Aim, Open Journal, Interact, Move, Move Up. Alternative Bedienung. Sprinten. Vorwärts laufen, rückwärts laufen. Cycle Weapon Jump. Es gibt aber keine Taste, mit der ich sagen kann, Waffe wegwerfen, Gegenstände wegwerfen oder überhaupt irgendwas wegwerfen. Es ist aber G. Wenn ich G drücke, werfe ich meine Sachen weg. Und das finde ich echt äußerst ungünstig, weil meine anderen Tasten zu benutzen sind halt direkt daneben. So, wir haben einen großen Stein gefunden. Den hauen wir einmal auf den Boden. Sehr schön. Dann haben wir nämlich diese schönen kleinen Shards. Und damit können wir uns dann mit ein bisschen Glück wieder eine Axt bauen. So, pass auf. Steinaxt wird direkt gefertigt. Wir haben hier noch Schilder, Schilder, Schilder. Metallstücke. Leute, da ist es wieder. Und auf die Art und Weise schmeiße ich halt meine Sachen immer weg.
Oh Mann, das wäre echt mal mega nice, Leute, wenn ihr das ändern könntet. Ich will die Taste wenigstens irgendwo anders hinlegen können. Weil ich habe standardmäßig meine Tasten zu benutzen, eigentlich auf G. Das ist echt, das fällt mir richtig schwer. Sag mal, kann ich dich auch essen? Ich nehme dich mal mit, meine Liebe. Tut mir leid. So, wir gucken mal. Wir sammeln uns noch ein paar Sticks zusammen. Aus großem Stick mach kleinen Stick. Dann machen wir es vorher nochmal und dann kochen wir gleich nochmal. Ja, komm, sammel ihn doch. Kannst nicht mehr. Hast du voll? Kann das sein? Hast du voll? So, dann pack mal deine Sticks hier rein. 1, 2, 3. Ganz viele. Sehr schön. So, Kant Edmore. Heute, jetzt geht's wieder los. Der absolute Graus. Jetzt hacken wir uns hier wieder die Taste kaputt. Das kann nicht sein. Leute, bitte, bitte, bitte. Macht was anderes, um Feuer anzumachen. Das kann echt nicht sein. Ich mag das nicht. So, aber super. Feuer brennt. Wir schauen mal gerade nach. Wo haben wir das? Krabbenbody. Okay, supi. Krabbenfüße hast du auch. Genau, supi. Dann haben wir gleich schon mal was gekocht. Durstig. Ich finde etwas sauberes Wasser. Wir haben sogar noch was zu trinken da. Ich würde sagen, das hauen wir uns mal rein. Dann ist der Orangensaft zwar weg, aber wir haben ein bisschen was getrunken. Und dann haben wir ein bisschen Zeit uns gleich. Ja, komm, sammel's mal ein. Uns nochmal ein paar Kokosnüsse zu organisieren. So, das kannst du essen. Und gekochte Krabbe. Das gibt alles wirklich sehr, sehr, sehr wenig Nahrung. Wir müssen eine bessere Quelle finden für Nahrung. Das ist erschreckend wenig, was das bringt. Aber guck mal, hier liegt, glaube ich, vom letzten Mal noch ein. Leute, da ist auch wieder das Werkzeug weg. Es ist echt furchtbar. Das ist für mich eine absolute Grausamkeit. Sorry. Oh, lass liegen. Du sollst sie essen. So. Die Kokosnuss ist da schon relativ gut. Die bringt ein bisschen mehr wie der Rest. Wir sollten vielleicht ein paar mehr Bäume schlagen. Das kann nicht schaden. So. Alright. Und dass der Baum einfach in irgendeine Richtung fällt, ist auch irgendwie, weiß ich nicht, seltsam. Nimm den Stamm, nimm ihn, so. Wir tragen die Stämme nach Hause. Wenn ich das richtig gesehen habe, bleibt das auch alles erstmal liegen. So, mit G droppe ich Dinge. Ich droppe halt alles. Ich droppe auch meine Werkzeuge und ich will meine Werkzeuge damit nicht droppen. So, 1, 2. Nimm's mit. Und dann können wir die Sachen hier nutzen, falls wir gleich nochmal was bauen wollen. Vermute ich zumindest. Hatten wir jetzt noch irgendwo hier eine Kokosnuss übergelassen? Heute auch die Performance, das ist eine Sache. Ich bin wahnsinnig gespannt. Wie gesagt, das Spiel kommt am 23. September raus. Jetzt haben wir gerade den 20. September, wo ich hier gerade spiele. Es sind noch ein paar Tage. Und ich denke, das wird nicht der finale Status sein, mit dem das Spiel in den Early Access geht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, Leute, da lassen wir uns überraschen und da werde ich euch auf jeden Fall entsprechend auf dem Laufenden halten. Das gucken wir uns dann einmal an. Wir sind jetzt relativ voll. Wir haben eine Aufgabe, wir müssten auch noch eine Schildkröte jagen. Guck mal, hier sind Schildkröten. Schwänzchenkröte. Ein Vogel. Na, du, pass auf. New Disease. Oh, haben wir eine Vergiftung? Kann das sein? Ich glaube, wir sind vergiftet. Varane sind giftig. Da habe ich sogar... Ich glaube, das habe ich mal in einer Doku gesehen. Varane sind deswegen gefährlich, weil sie giftig sind. So, guck mal eben nach ins Journal. Wir haben doch da irgendwo eine neue Info gekriegt. Kann das sein? Sir, you got poison. Guck mal da. There's a probability of being poisoned by animal bites or insect attack. If you not treat soon, it can lead into death. For real life, try eating ginger. Ihr verdammte Axt, wo kriege ich denn jetzt Ginger her? Na, tolle Sache. Leute, da müssen wir wahrscheinlich... Mann. Guck mal, da oben ist ja auch dieser Turm. Ich denke, da sollten wir auch vielleicht mal dringend hingucken, was es da gibt. Und wir halten jetzt mal so ein bisschen die Augen auf. Keine Ahnung, wie Ginger aussieht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal da hoch. Leute, wir gucken mal. Und sollten wir sterben, dann haben wir was gelernt. Guck mal, da ist die Leiter. Aus rein, guck mal hier. Was haben wir denn da? Oh, was bist denn du für einer, mein Kleiner? Anscheinend irgendwie ein Käfer, ne? Ich nehme dich mal mit. Weiß nicht, wofür ich dich brauche.
Und ich habe keine Idee, wo ich Ginger finde. Gibt es hier vielleicht irgendwo? Bei Cripland. Okay. Was ist das? Okay, wir können es einsprühen, um Insektenbisse zu vermeiden. Ist natürlich eine tolle Sache. Aber ich bin jetzt vom Varan gebissen worden. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen... Da liegt das Messer schon wieder. Leute, ich verliere die Sachen. Ich darf das nicht in der Hand halten, das Zeug. Ein Surfboard, super. Können wir wahrscheinlich irgendwann auseinanderbauen. Also, das ist meine Befürchtung. Beziehungsweise meine Vermutung. Ich befürchte es nicht. Ich vermute es, dass wir Dinge, die wir hier finden, wahrscheinlich irgendwann zerlegen können, um sie weiter zu benutzen. So, den Stein. Kannst du bitte noch einmal zerdeppern? Und wir nehmen die kleinen Charts nochmal mit. Man weiß nie, wann wir eine neue Axt oder ein neues Messer brauchen. Und ich finde die Geschichte hier tatsächlich optisch ansprechend. Mir gefällt das ganz gut. Aber, Leute, ihr seht das. Es hängt sich immer wieder auf. Es gibt immer wieder diese Hänger, diese Ruckler. Irgendwie schade. Leute, dass der Strich bei der Vergiftung kleiner wird, heißt das, die Vergiftung heilt von selbst? Aber ich glaube das nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier oben gucken. Was haben wir denn da? Gehört, glaube ich, auch zu einer unserer Aufgaben. Passwortlock, hold. Okay. Verdammt. Ich kenne das Passwort doch gar nicht. Guck mal, da ist ein Zettel. Sticky Note. View Journal für die Sticky Note. Okay. Sticky Note, wo bist du? Sticky Note? Wo finde ich denn dich jetzt? Stamina, okay, das sind unsere Fähigkeiten, unsere Werte. Radio Tower, ist das das? I found this note. Okay. Leute, 4 Seiten zu lesen, ist nicht euer Ernst. Nee, wahrscheinlich sind da wichtige Informationen drin, aber ganz ehrlich, die Zeit habe ich doch jetzt nicht. Ich kann doch jetzt nicht 4 Seiten lesen. Kann man hier irgendwie hochklettern, bitte? So, kannst du hier rein? Leute, wir gehen mal gucken, was es da oben gibt. Und das mit dem Gift schaue ich mir dann später an. Hüpf. Sehr schön. Dann bin ich mal auf die Aussicht gespannt von diesem Tower da oben. Oder bricht uns das Ding gleich über dem Kopf zusammen? Man weiß es nicht, kann natürlich sein. Sieht nicht so vertrauenserweckend aus, der Turm, aber... Leute, ich glaube, wir haben einen Radioturm gefunden. Ein Funkturm sozusagen. Es scheint aber alles hier äußerst zerstört zu sein. Kann man auch nicht wirklich was abbauen. Es funkt und britzelt. Es sieht toll aus. Leute, da hinten ist eine andere Insel. Unsere Insel ist relativ klein. Klein, aber fein. Dort wohnen wir. Wir haben ein schönes kleines Heim. Weißt du, was dann gibt? Runter. Du musst hier in diesem Spiel runterdrücken, wenn du die Leiter runter willst. Ist in Ordnung. Man muss es halt wissen. Leiter runter. Wir gehen nicht in Blickrichtung, sondern in die Richtung, in die wir drücken. Auch schöne Kabel, die hier so an der Seite liegen. Leute, hier war wirklich mal jemand. Das ist scheint eine moderne Insel gewesen zu sein. Aber Leute, ich habe keine Idee. Das Vergiftungssymbol ist gleich weg. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Und die Performance geht mir auf den Keks. Es ist nicht gut. Hungry. Try to eat something. Ja, würde ich ja gerne tryen. Leute, das Spiel scheint überlebensmäßig tatsächlich ein bisschen hardcore zu sein. Aber nur ein bisschen. So, ich würde sagen, wir werden uns hier gleich hier vorne nochmal eine Palme schlagen. Also entweder ist die Vergiftung gleich weg oder wir sind gleich tot. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe das doch nicht so exakt. So, wo waren denn hier unsere Werte? Hier war doch irgendwas mit Werten. Stamina, Crafting, Farming, Hunting, Mining, Melee. Gibt es hier auch Skills? Schön, Crafting, Farming, Harvesting. Alles schön. Level up. Okay. Aber ich sehe... Okay, das Gift scheint tatsächlich von sich weggegangen zu sein. Es ist in Ordnung. Es war anscheinend nicht so schlimm. Dann lass uns... Oh, Leute, hör auf zu ruckeln, bitte. So, nochmal ein paar schöne Palmen schlagen hier. Dass wir nochmal an Kakteen... an Kaktusnüsse... an Kokosnüsse kommen. So, eins. Komm hier direkt nochmal ein. Und ich hoffe, du fällst ungefähr in Blickrichtung, damit ich nicht in 10 verschiedene Richtungen laufen muss. Och, Menno. Ich will doch nur deine Kokosnuss haben. Kokosnuss? Kokosnuss, hallo?
Also das ist auch nicht einfach zu erkennen. Nehmen wir die Stämme mit, dann haben wir die schon mal bei uns. Und hier liegt auf jeden Fall noch eine Kokosnuss. Die kannst du doch schon mal einstecken, oder? Genau, sehr schön. Und da ist wieder der Baran. Lass mich in Ruhe, ich will nicht mit dir kämpfen. Mann, lass uns Freunde sein. Dafür brauchen wir dringend mal einen Bogen, hätte ich gesagt. Mann, lass mich doch, mein Lieber. Ich will nicht kämpfen. Du bist viel größer und viel stärker als die anderen. Und der geht auch durchs Wasser. Du bist doch wohl ein mieser kleiner Lump. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Maran? Okay, da hinten ist er. Hat keine Lust mehr. Sehr, sehr schön. Kann ich dir auch nur empfehlen, dich nicht mit mir anzulegen, mein Lieber. Was wollte ich machen? Genau, Kokosnuss essen. Pass mal auf. Kokosnuss? Graphosoma Bug genau bei its Stench? Whatever? Keine Ahnung. Wo ist denn meine Kokosnuss? Ich hatte doch noch eine. Leute, das gibt's doch nicht. Wo ist denn jetzt die Kokosnuss hin? Oder sind meine Taschen voll? Muss ich vielleicht ein Lager bauen? So. Kokosnuss. Okay, ich finde meine Kokosnuss nicht mehr. Was auch immer das sein soll. Sehr interessant. Also die Kokosnuss verschwindet, aber taucht nicht in meiner Tasche auf. Habe ich sie jetzt sofort gegessen? Habe ich nicht drauf geachtet? Die ist halt einfach weg. Sehr, sehr schön. Also das Spiel stellt mich noch vor so einige Herausforderungen, muss ich tatsächlich sagen. Und was haben wir denn da? Aloe Vera. Nimm mal ein bisschen mit. Eventuell mit der Axt geht wahrscheinlich etwas schneller. Die Axt ist doch das bessere Sammelwerkzeug. So. Und wir gucken mal, was wir noch bauen können. Vielleicht können wir schon Lager bauen. Wäre ja durchaus möglich. Wir können großen Shelter bauen. Wir können. Storage. Dropbox. Perfekt. Dropbox from your backpack. Perfekt to drop things from your backpack. Not very secure. Okay, ist nicht so schlimm. Ich glaube hier. Lockrack. Ich glaube, es sind eh nicht gerade so viele Gegner gerade, die mir irgendwas wegnehmen wollen. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm erstmal, wenn es nicht so secure ist. Wir brauchen Large Six. Wir brauchen Locks. Locks haben wir zufällig da. Guck mal hier. Zwei Stück. Kannst du schon mal reinpacken. Nimm gleich bitte deine Axt wieder mit, mein Lieber. So aufheben. Danke. Am besten packen wir die immer weg. Dann kann da gar nichts mehr passieren. So, große Sticks. Small Stick. Jetzt brauchst du die Axt doch wieder. So, mach bitte mal bitte den Lock klein. Klein schlagen zu einem großen Stick, bitte. So. 1, 2. 1, 2. Und damit ist das Lager fertig. Jetzt können wir Dinge hier reinpacken. Add Graphosoma. Okay. F next. Leute, guckt euch das an. Das ist ja Add Bottle with White Notice. Hier, das kannst du reinpacken, glaube ich. Leute, das ist nicht schön gemacht. Etwas? Manure? Ich glaube, das ist diese Tierkacke. Kann das sein? Leute, ich weiß es tatsächlich. Seile? Ja, pack mal die Seile rein. Ist in Ordnung. Close brauchen wir, glaube ich, noch. Kannst du die... Close. Nimm mal raus. Leute, ich habe das Gefühl, die Entwickler haben hier wirklich tatsächlich versucht, sich irgendwie so ein bisschen bei Sons of the Forest zu bedienen, was die ganze Geschichte angeht. Aber irgendwie alles ein bisschen nicht ganz so schön, muss ich sagen. So, close. Add close. Yucca Leaf. Aloe Leaf. Ja, komm, Aloe kannst du auch erstmal reinpacken. Hornet. Auf jeden Fall. Leute, das liegt einfach alles hier reingeschmissen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht... Sorry, Leute, das sieht kacke aus. Warum macht ihr das? Ja, okay, es ist ein Behälter und ich schmeiß Dinge rein. Kann man da nicht trotzdem ein Inventar machen, was schöner aussieht? Ist doch nicht so schwierig. So, was kann ich denn hier machen? Leaf Table. Ich kann hier einen Stick draufpacken. Okay, und jetzt? Simple Wooden Stick. Foundation for Crafting Tools. Ja, das ist schön. Und jetzt?
Okay, ich kann die Sachen hier aus meinem Inventar auch rausholen und hinlegen. Und jetzt? Was mache ich denn damit? Alten Kant ist gesammelt, okay. Können wir nicht klein machen. Ja, dann sammelt es doch wieder ein. Small Stick. Kannst du den Stick wegnehmen? Kannst du die wieder... Okay. Und ich muss tatsächlich sagen, also... das Spiel ist von der Bedienung her noch weit, weit weg von gut. Also das kann man hundertfach besser machen. Ich finde es trotzdem irgendwie interessant und irgendwie spannend. Und wir schauen uns auf jeden Fall noch ein bisschen an. Ich bin aber am Verhungern und wir sind schon wieder unglaublich müde. Haben aber noch nicht genug gegessen, um auch noch einigermaßen an Schlafen zu denken. Das ist so krass und ich sehe uns schon ins Gras beißen gleich. Und wir haben noch nichts gesehen. Nicht vor der Insel, noch gar nichts, Leute. Aber wir waren oben. Wir haben die Notiz bekommen. Eine 4 Seiten lange Notiz. Wer soll denn sowas lesen, Leute? Ist das denn... Kusnuss, guck mal da. Schnapp sie dir. Guck mal nach, wo du sie hingepackt hast. Und essen, direkt essen. So, damit wir nicht verhungern. Ich würde sagen, wir schlagen uns direkt noch ein bisschen mehr. Wir hauen einfach alle Palmen um hier, bis wir nichts mehr finden an Kokosnüssen. Ja, komm, mach weiter. Schlag sie, los. Vielleicht bauen wir auch gleich tatsächlich mal ein Floß oder sowas. Kokosnuss, hallo? Kokosnuss? Da gibt es nicht irgendwie eine Taste, um Dinge zu highlighten? Und ich habe es wieder weggeschmissen, mein Werkzeug. Das ist eine Katastrophe. So, falls ihr das Spiel schon mal gespielt habt, Leute, erzählt mir bitte gerne von euren Erfahrungen. Würde mich wahnsinnig interessieren. Und falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, weil tatsächlich es ist ja noch gar nicht offiziell released, werden wahrscheinlich wenig Leute schon gezockt haben. Ich bin ganz auf mich allein gestellt. Das kann nicht sein. Ich werde hier elendig sterben. Ich werde das doch nie überleben hier. Right to eat something. Ja, ich habe ja noch ein Insekt in der Tasche. Vielleicht können wir das hier essen. Vielleicht können wir uns auch einen Fisch fangen, Leute. So, wo fällt die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ich hab sie. Wo ist sie bitte? Das bringt halt schon ein bisschen. Wir bräuchten halt mehr. Ist egal, Leute. Wir müssen, glaube ich, schlafen. Wir haben 9.49 Uhr. Ostmiriam. Also es ist spät. Nimm mir vielleicht einen Stamm mit. Dann läufst du nicht umsonst. Läufst nicht mit leeren Händen. So, ich schmeiß die nochmal hin. Wir gucken mal gerade nach, was wir noch so Schönes bauen können. Ein Stickbehälter, ein Lockrack. Das sind alles schöne Dinge, aber das ist irgendwie nicht so richtig das, was ich gerade gebrauchen kann. Große Sticksbehälter. Es gibt für alles Behälter. Das ist toll. Weaponracks, Toolracks. Das ist Meatrack. Meatrack, ganz toll. Ganz, ganz toll. Aber wir brauchen halt erstmal Dinge, die uns überhaupt so am Leben halten. Furnace. To produce Metal Ingots. Das ist natürlich ganz toll. Ihr könnt es uns mal anzeichnen. Ein Ofen, dann haben wir das schon mal. Braucht Steine und ein Metal Sheet. Metal Sheet haben wir bestimmt irgendwo hier rumliegen. Dann hole ich das schon mal. Da hinten lag doch noch was, oder? Nein, andere Richtung. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Metal Sheet und dann legen wir uns gleich schlafen und ja, gucken, dass wir Steine rankriegen. Krabi! Krabi, komm her! Habe ich noch ein Messer? Aber du bringst eh so wenig. Das lohnt sich gar nicht, dich zu essen. Allein die Jagd nach dir, das macht mich eher mehr hungrig, als dass du mir was bringst. Also, lauf lieber. Lauf weg, ist in Ordnung. Leute, man findet auch so wenig. Wo liegen denn die ganzen Steine hier? Vielleicht macht das noch gar keinen Sinn, sich hier so einen Metallofen zu bauen. Aber wie gesagt, Leute, ich schnupper hier gerade das allererste Mal rein. Wir nehmen mal so ein Steinchen mit. Vielleicht finden wir noch einen. Vielleicht können wir ja doch 2 Steine tragen. Das kann ja durchaus sein. Man weiß es halt nicht. Aber man schleicht halt auch schon ziemlich mit so einem schweren Stein. Der Brocken ist halt unglaublich schwer. So, die Ausdauer ist hinüber. Schlafmangel ist groß und wir sind unglaublich jung. Der Hunger, das steigt halt auch alles irgendwie sehr, sehr, sehr stark. Du kannst noch einen 2. Stein tragen. Würde das funktionieren? Guck mal hier. Tatsache, wir können 2 Steine mitnehmen. Das ist ja schon mal was. Leute, aber ich glaube, ich überlebe das nicht. Ich werde hier sehr, sehr, sehr schnell ins Gras beißen.
Ich weiß auch noch nicht genau, was die ganzen Symbole bedeuten. Was heißt denn die Karotte? Was heißt das Stück Fleisch? Ich denke immer, das sind wahrscheinlich Eiweiß, Kohlenhydrate und so weiter. Eiweiß, Kohlenhydrate, Wasser, aber der Magen ist halt einfach auch leer. Wahrscheinlich müssen wir hier tatsächlich auf eine ausgewogene Ernährung achten, mehr oder weniger. Aber, Mann, mir wäre ja überhaupt schon mal geholfen, wenn ich überhaupt Ernährung hätte. Oh, voran! Da ist er wieder, da ist er wieder, das Gift wieder am Start. Alter, lass mich in Ruhe. So, wir schmeißen mal die Steine weg, dann kannst du vielleicht ein Stückchen schneller rennen. Nee, kannst du auch nicht mehr. Varan, geh weg, das ist meine Hütte, durch die du da läufst. Ich schwimme noch mal ein Stück, vielleicht kommt der Hai und beißt uns einfach mal ins Bein. Dann haben wir es hinter uns. Gibt es hier einen Fisch? Fischi Fisch? Leute, wir müssen pennen. Ich glaube, das... Da hockt der Varan. Geh bloß weg von mir. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ich kämpfe ja schon hier mit allem anderen. Vor allen Dingen mit meinem Werkzeug, was ich immer wegschmeiße. Das ist von der Tastenbelegung aber auch so mega ungünstig hier für mich. Das ist echt schlimm. Sorry. So, wir legen uns mal hin. Haben wir denn noch Sticks am Start? Können wir noch mal ein Feuer machen? Ich will kein Feuer machen, Leute. Ich möchte kein Feuer machen. Möchte ich wirklich nicht. Wir müssen aber ein Feuer machen. Ich glaube, ich brauche nach diesem Spiel eine neue Tastatur. Das ist eine absolute Katastrophe, Leute. Bitte, bitte, bitte ändert das. So, wir schlafen mal ein bisschen. Ich denke, 6 Stunden zum Schlafen ist in Ordnung. Komm, mach's halt mal. Lieb. Dann wachen wir halt auf und sind verhungert. Was soll's? Man kann ja nicht alles haben. So, komm, wake up. Reicht. Wake up, wake up. Leute, die Sonne scheint wunderschön. Es ist ein herrlicher Tag. Und wir haben nichts zu essen. Außer, du mieses Vieh. Mann, lass mich doch in Ruhe. Also wenn wir dich essen können, das wäre wirklich absolut der Wahnsinn. Aber ich glaube nicht, dass ich dich besiege. Glaube ich halt einfach nicht. Magst du abhauen? Ich glaube, ich besiege dich. Komm ran. Komm ran. Dich mache ich doch mit dem Taschenmesser fertig, du. Bist doch kein Gegner. Komm schon. Haha. Hol ruhig deine Mama. Oh. Verdammt, Lebensenergie slow. Lebensenergie slow. Verdammt. Er sieht nicht so gut aus. Ich glaube, wir brauchen Aloe. Er kann doch nicht sein, mieser Varan. Ich denke, wir brauchen dringend mal Pfeil und Bogen. Wäre vielleicht das Nächste, was wir uns mal bauen. Kannst du jetzt mal abhauen, Alter? Du kriegst auf die Schnauze. Komm. Weißt du, jetzt haust du ab. Jetzt, wo ich am Gewinnen bin. Bleib stehen. Bleib. Bleib. Aha, wir haben dich. Aber ich glaube, ich überlebe das auch nicht. Ein Komodo-Varan. So, pass mal auf. Nimm mal alles mit, was der hat. So, mal gucken, ob wir irgendwas Medizinisches dabei haben. Gleich im Rucksack schon irgendwas? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Rohes Fleisch. Ich denke, wir haben gar nichts. Außer Yucca-Leaf. Haben wir Aloe? Wir hatten noch Aloe. Wir machen aber gerade mal einmal hier. Wir kochen mal eben das Zeug durch, was wir haben. Guck mal hier. Fleisch. Einmal. Zwei. Da kannst du dich doch mit satt essen, oder? 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 Hol dir schon mal eine Aloe? Vielleicht heilt das ja. Ich weiß das tatsächlich nicht. Ein Aloe-Blatt. Vielleicht müssen wir es aber auch erst craften. Piece von Aloe. Können wir so nicht essen. Na toll. Tolle Wurst. Gekochtes, gekochtes, gekochtes. Vielleicht heilt uns das gekochte Fleisch hier auch ein bisschen. Wo ist es hin? Hallo? Ich hab's doch... Leute, ich hab's doch eingesammelt, oder? Sag mal, bin ich jetzt echt blind? Close, close, close. Eine Menge close, Seil. Pack den mal weg. Wo ist das Fleisch hin, Leute? Also jetzt langsam fühle ich mich von dir verarscht, Spiel. Ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht weg sein, nur... Komodo Skin. Das ist toll. Komodo Skin ist super.
Steine, Steine, Steine. Also ganz ehrlich, das geht doch nicht. Leute. Hier sehe ich es auch nirgendwo. Bin ich denn blind? Bin ich denn einfach total blind? Komm, wenn wir den Käfer essen können, essen wir den Käfer. Ist mir jetzt auch egal. Gucken wir mal, was passiert. Ah! Verdammt! Ich habe 2 Tage überlebt. Reload. 2 Tage, 2 Stunden, 41 Minuten. Das ist doch krank, Leute. Das ist doch krank. Oh, wir haben nicht gespeichert. Kann doch nicht sein. Leute, was ist das für ein Spiel? Das Spiel mag mich nicht und ich weiß nicht, ob ich das mag. Ich mag Survival-Spiele, aber das ist gerade ein bisschen... Okay, Leute, wir müssen es objektiv betrachten. Das Spiel ist in einer Alpha. Es erscheint aber in 3 Tagen. Beziehungsweise in 2 in den Early Access. Und wir müssen echt mal... Ich bin wahnsinnig gespannt, was dann passiert. Ladezeit ist eine doofe Zeit. Ladezeit ist eine doofe Zeit. Doofe, doofe Ladezeit. Lad mal schneller. Ladezeit ist eine doofe Zeit. Ladezeit ist eine doofe Zeit. Doofe, doofe Ladezeit. Komm schon. Spiel. Oh, Leute, wir sind wieder da. Wir leben wieder. Astrein, schöne Geschichte. Ich guck mal nach. Was haben wir gemacht? Es fehlt natürlich fast alles. Der schöne Ofen, den wir gebaut haben, ist nicht mehr da. Es ist in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Muss ich nochmal da oben hoch? Selbstverständlich, sicherlich. Ich würde sagen, wir holen uns nochmal eben schnell eine... Wir holen uns nochmal eben schnell nichts, weil wir haben keine Axt. Haben wir denn noch Steine? Wir haben keine Steine. Wir müssen nochmal einen Stein holen. Leute, wir machen das. Wir gehen nochmal los. Ich hole nochmal einen Stein. Ich baue mir nochmal eine Axt. Und dann probieren wir nochmal so ein kleines bisschen weiter. Ich... Ah, oh Mann, ich weiß es nicht, Leute. Ich bin da hin und her gerissen. Ich möchte dem Spiel eine Chance geben, ich möchte es gut finden, aber es gibt so viele Dinge, die mich nerven. Warum, wenn mein Rucksack voll ist und ich nehme noch etwas Zusätzliches auf, warum ist es dann weg? Ich denke mal, das ist ein Bug, Leute. Kann sein, kann passieren, Leute. Alles durchaus möglich. Das Spiel ist in einer Beta-Version. Aber es ist auch schon ein halbes Jahr lang, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich von halten soll und will. Sagt mir bitte sehr, sehr gern eure Meinung, was ihr davon haltet. Würde mich riesig interessieren. Ich baue mir jetzt mal eben gerade noch eine neue Axt. So, einfach, dass wir sie haben. Neue Axt kannst du bauen. So, die hast du am Start. Wir gucken nochmal in die Tasche rein. Wir werden auf jeden Fall nochmal rübergehen und ein kleines Lager bauen, damit die Dinge nicht einfach verschwinden, die wir nicht aufsammeln können. Ich brauche halt Platz in der Tasche. Ich meine, ist klar, ne? Schnecki. Und diese Performance-Lags. Also, das Spiel sieht schick aus. Ja, keine Frage. Aber das, nein, Leute, das ist, geht nicht. Nicht so. Was wollte ich machen? Ich wollte was bauen. Geh mal rein. Das war doch hier irgendwo hier vorne. Ja, das ist schön. So ein Licht brauchen wir aber gerade nicht. Ich brauche ein Lager, Leute. Hier, Lager, 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 Lager. Komm, komm. Habe ich denn gerade das Lager gehabt? Ein Farming-Patch ist sicher super. Fallen auch. Wir sollten Fallen aufstellen. Ich denke auch ganz, ganz dringend. Bandagen, klasse Sache. Hier, Lager, Lager. Guck mal, Dropbox. Machen wir gleich auf jeden Fall nochmal Dropbox. Dropbox ist gut. Braucht Logs, Sticks und Klos. Klos müssten wir haben. So, ich besorge uns Logs. Logs haben wir hier. Einmal. Das bauen wir auf, das speichern wir gleich nochmal. Leute, ich denke, das ist auch ein Spiel. Hier, pack's rein. C, Add Material. Kannst du doch. So. Ein Spiel, bei dem wir haufenweise, ja, ich weiß nicht, mega oft speichern müssen. Definitiv. Es ist kein Spiel, was uns da irgendwie Dinge verzeiht, habe ich das Gefühl. Ist hier noch eine Kokosnuss? Alles klar, werfen wir weg. Weg, weg. Ich hoffe, wir hatten Platz in der Tasche für die Kokosnuss. Sonst ist sie nämlich wieder weg. Sie ist... Da ist sie. So, essen. Wir haben ja auch noch Platz in der Tasche, wenn ich das sehe. Also wir haben ja noch einiges an von diesen Punkten offen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd für dieses Spiel. Das kann durchaus sein. Ich werde dir eine Chance geben, mein liebes Spiel. Noch eine Fähre. Wir machen auf jeden Fall... So. Wir machen auf jeden Fall noch 1, 2 Folgen, damit wir dir auf jeden Fall... eine faire Chance gegeben haben. So, du musst aufsammeln. Hier, aufsammeln. Und dann würde ich mich...
Warum kannst du jetzt nicht rennen? Wegen so ein paar Sticks? Kann doch nicht sein, auf zu schleichen. Würde mich wahnsinnig interessieren, was ihr von der Geschichte hier haltet. So. Pack weg die Dinger mit G. G, G, G. Und jetzt schauen wir nochmal, was wir wegschmeißen. Auf jeden Fall. Nein, Orangensaft bitte nicht. Den kannst du noch trinken. F ist next. Leute, das ist so blöd gemacht. Es tut mir leid. Die Bottle kannst du wegpacken. Next. Was auch immer das ist, glaube ich, Tiercode. Pack's mal weg. Next. Close. Ja, close kannst du. Kannst du ein bisschen reinpacken. Haben wir relativ viel von. Next. Yucca, Yucca, ja, Yucca. Yucca kannst du machen. Kannst du auch mal rein. Pack mal Yucca rein hier, so. Yucca, Hornet. Hornet kannst du auch, so. Und ich denke, das reicht erstmal. Dann gucken wir mal nach. Da müsste der Rucksack wieder relativ leer sein. Relativ ist gut. Ein bisschen leer. Ein paar Seile haben wir noch. Ein paar Stone-Schaden, ein bisschen Klos. Sehr schön. Ich würde sagen, wir bauen uns mal noch was Sinnvolles. Mal gucken, was wir können. Bogen. Wir können Arrows bauen. Dafür brauchen wir mal Federn. Ist in Ordnung. Wo kriegen wir denn den Bogen her? Bogen, Bogen, Bogen. Bogen braucht Stick und Row. Können wir machen. Wir bauen uns einen Bogen. Wo ist er? Der Bogen ist auf der 3. Okay, supi. Brauchen wir noch Pfeile? Dafür bräuchten wir Federn. Wie komme ich an Federn? Ich habe keine Ahnung. Leute, wir müssen mal gucken, wie kommen wir an Federn. Vielleicht eine Vogelfalle. Da gab es doch bestimmt irgendwas. Wo waren denn die Fallen hier, Leute? Guck mal, lass mal gucken. Wo waren die Fallen? War das hier oben? Das war doch hier oben, oder? Fallen. Easy way to catch birds. Large stick, small stick. Leute, das bauen wir. Wir machen davon mal so ein paar Dinge. Einmal nach hier. Small stick. Large stick. Large stick war noch einer hier. So, pass auf. Ich packe hier rein. Ich baue da direkt noch so ein Ding von. Also wenn wir Federn brauchen für den Bogen, was sicherlich sehr, sehr wichtig ist, damit wir auch gegen den Varan vernünftig eine Chance haben, dann sollten wir davon mehrere Dinger bauen. Und ich denke... Da ist er schon wieder, du mieses Vieh. Ist doch nicht dein Ernst. Mann. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich kämpfe nicht schon wieder mit dir. Du bringst mich eh wieder um. Lass mich in Ruhe. Ich renne lieber weg. Mieser Varan. Wir rennen, bis du müde bist und dann gehe ich wieder zurück. Und wir sind wieder unglaublich müde. Leute, wir haben Schlafentzug. Wie sehr würde ich mir jetzt wünschen, eine Energy-Drink-Dose von Sons of the Frost hier zu haben, Leute. Hast du aufgehört? Rennst du wem anders hinterher? Wäre total gut. Was ist das? Schnecki. Schnecki. So, wo kriege ich jetzt meinen Large Stick her, du Affe? Du kannst mich echt mal in Ruhe lassen. So, wir machen das. Ich baue das einmal hier noch auseinander, dass wir einen Large Stick haben. Eine zweite Vogelfalle gebaut. Und dann wird gepennt, Leute. So, einmal noch. Ausdauer ist nämlich komplett hinüber. Komm, hau. Hau rein. Ja. Schmeiß es doch nicht weg. So, nehmen wir einen Stick. Bau das Ding zusammen. Da ist der Varan. Das ist Varan. Geh nicht zu nah ran. Geh nicht zu nah ran. Vielleicht schleichst du. So. Pass auf. Pack's rein. Und dann gehen wir schlafen. Und den Varan lassen wir in Ruhe. Weiß nicht, ob wir uns nochmal ein Feuer machen. Ich habe aber keine Sticks mehr. Verdammt. Ich möchte nicht schlafen, wenn das Feuer aus ist. So. Da haben wir zumindest ein bisschen, zwei Sticks, die kannst du reinpacken. Weiß nicht, wie lange das hält. Aber vorher machen müsstest du... Ja, komm, ich weiß. Wir killen die Tastatur. Schneller! Das ist eine wirklich, wirklich schlimme Sache, Leute. Das ist eine ganz schlimme Sache. Das möchte ich in gar keinem Spiel. Nie wieder möchte ich das haben. In keinem Spiel. So, gute Nacht, ihr Lieben. Wir schlafen, Ründchen. Sleep. Wake up. Get up. So, wir verhungern nämlich auch schon. Leute, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, was ich von diesem Spiel halten soll. Überhaupt nicht. Der Varan rennt hier vorne rum. Wir haben Vogelfallen gebaut. Mal gucken, wie lange das dauert, bis das mal was einfängt. So, ich trinke nochmal den Saft, damit wir nicht verdursten. Ich würde aber jetzt schon sagen, an dieser Stelle beenden wir die Geschichte für heute. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich von der Geschichte hier halten soll. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr meinen Content mögt, liked das Video, abonniert den Kanal, lasst mir ganz, ganz viele Kommentare da und ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge mit euch. Und falls wir hier Schluss machen, halt in einem meiner anderen Let's Plays, in diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamebo.